Vor einigen Wochen zum Bundestag der SPD prognostizierte ich, dass die SPD sich abschafft. Dass es so schnell gehen würde, hätte ich allerdings nicht gedacht. Neueste Umfragen zeigen, dass die SPD im freien Fall ist. Sie ist offensichtlich sehr schlecht ins neue Jahr gerutscht. Wir haben in Sachsen zum Beispiel eine Umfrage vorliegen, aus der hervorgeht, dass die SPD nur noch 3% erhält, die FDP nur noch 1%. Aber bleiben wir bei der SPD. Ich meine, wenn man sieht, was auf dem Parteitag so besprochen wurde, dann kann einen das ja nicht verwundern, dass die SPD immer mehr abrutscht. Denn die einstige Arbeiterpartei ist ja, wie Dieter Nuhr schon richtig sagte, zu einer Partei der Nichtarbeiter geworden. Die Arbeiter, die werden ausgesaugt von der SPD. Die anderen bekommen das Geld. Und wenn man sich so anschaut, was auf dem Parteitag so alles besprochen wurde, so wurde da sehr viel besprochen, nämlich wie man dir noch mehr Geld aus der Tasche ziehen kann, um es in aller Welt umzuverteilen. Fehlanzeige dagegen bei Programmen, die die Wirtschaft wieder ankurbeln oder die den Wohlstand in Deutschland fördern oder beispielsweise auch die Industrie stärken, Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Das kennt die SPD offensichtlich überhaupt nicht. Das ist eine Partei, der es nur ums Wegnehmen geht. Es waren Themen wie Steuererhöhung auf dem Programm, Vermögensabgabe, die Erbschaftssteuer sollte bis zu 90% erhöht werden. Und der gute Herr Kevin Kühnert hat sogar gefordert, dass jeder 18-Jährige unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus 60.000 Euro bekommt zum 18. Lebensjahr. Das sind alles schöne Sachen, aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? So ist die SPD heute in keinster Weise mehr eine Partei, die die Interessen der Arbeitnehmer und der Arbeiter vertritt. Ganz im Gegenteil, diese werden gemolken, geschoren, ausgepresst. Und das merken die Leute und deshalb ist die SPD in Sachsen auch nur noch bei 3%. Ich verstehe auch nicht, dass die SPD sich von diesen Dingen weiterleiten lässt. Ich meine, der Fall, der tiefe Fall der SPD hat ja schon vor einigen Jahren begonnen. Man könnte ja auch mal umdenken, anstatt sich darüber zu beschweren, dass die AfD mittlerweile in Sachsen die stärkste Partei geworden ist. Woran mag das wohl liegen? Und hilft ein AfD-Verbot, das immer wieder debattiert wird, jetzt überhaupt noch? Denn dann wären wir ja voll in der Diktatur gelandet. Aber das scheint die Genossen in der SPD in keinster Weise zu stören. Sie machen weiter so wie bisher. Fantastisch orchestriert natürlich von der Qualitätspresse. Dort werden die Ursachen und die Fehler nicht debattiert, sondern man schaut immer nur auf die böse, böse, böse AfD. Ich habe ein paar gute Vorschläge für die SPD, ja? Herr Scholz und Konsorten, Frau Esken und Walter Borjans. Warum senken Sie nicht die Steuern bei den Arbeitern? Sie könnten ja zum Beispiel sagen, wir machen bei Einnahmen bis zu 20.000, 30.000 Euro oder fangen wir mal bei 20.000 an, sagen wir einfach, müsst ihr keine Steuern mehr zahlen. Das wäre doch mal ein Anreiz, dass Leute wieder arbeiten wollen und sich nicht vom Bürgergeld verwöhnen lassen. Oder gebt doch neu gegründeten GmbHs, neue Leute, die Unternehmen gründen wollen, 2, 3 Jahre Steuerfreiheit. Das würde einen Gründerboom in Deutschland auslösen. Aber weit gefehlt, diese ganzen Sachen werden weiter erschwert werden. Die Bürokratie ist fast unüberwindlich geworden und keiner hat mehr Lust, in Deutschland ein Unternehmen aufzumachen und natürlich auch keine Lust, diese hohen Steuern zu zahlen. Wo hat die SPD in den letzten Jahren irgendwas gemacht, um das Leben des einfachen Arbeiters oder Arbeitnehmers zu erleichtern? Wo hat sie irgendwo Meilensteine gesetzt, um Wohlstand in Deutschland zu fördern? Stattdessen geht es immer nur ums Abkassieren. Ums Abkassieren und Auspressen. Und jetzt hat die SPD die Quittung, aber sie haben immer noch nicht dazugelernt und wollen sich natürlich nicht verändern und schauen auf die böse AfD.
und so weiter. Ihr kennt ja dieses Spielchen. Und trotzdem die AfD ja in den Medien extrem gebasht wird und extrem negativ dargestellt wird. Und obwohl die SPD in den Medien ja extrem hervorgehoben wird und extrem viel Rückenwind bekommt, ist das, was wir jetzt bei der SPD sehen, doch wirklich hochinteressant. Das zeigt nämlich nicht nur, dass die Leute ja tatsächlich die Medien überhaupt nicht mehr akzeptieren. Also was dort steht, die ganze Lobhudelei auch zur Politik der Regierung, die wir haben, die wird überhaupt nicht mehr angenommen. Es hat überhaupt keinen Effekt mehr. Vielleicht erfüllt es noch die Redaktionskonferenzen, wo die Leute sich freuen, dass sie mal wieder irgendwie was Tolles über die Regierung und über Linksgrün geschrieben haben. Aber die Menschen nehmen es schon längst nicht mehr an. Und das zeigt eben diese Wahlumfrage ganz, ganz deutlich und mit aller Krassheit. Und das Traurige ist eigentlich, ich meine, die SPD könnte sich ja ändern. Die könnte ja sagen, okay, wir vertreten jetzt wieder die Arbeitnehmerinteressen. Aber stattdessen treten sie sie mit Füßen und wundern sich dann, dass sie in den Umfragen runtergehen, beziehungsweise sogar unter die 5%-Hürde fallen. Und ich prognostiziere, dass das am Ende auch bundesweit so geht. Das ist ein Trend, der ist nicht mehr aufzuhalten. Solange sich die SPD nicht ändert, wird der Verfall dieser Partei weitergehen. Das ist eigentlich eine traurige Angelegenheit. Ja, die SPD könnte ja auch das tun, was die meisten Menschen, die hier arbeiten in diesem Land, die hier arbeiten, eigentlich von ihr verlangen. Aber sie tut genau das Gegenteil. Unterdessen wird natürlich das Geld für andere Zwecke, für die Nichtarbeitenden und so weiter, fleißig umverteilt, weiterverteilt, in alle Welt verteilt. Ich hatte es ja in den letzten Videos schon immer wieder angesprochen. Also wir haben 50 Milliarden Migrationskosten, 50 Milliarden, das ist ein Rekord, Tendenz steigend. Wir haben 23 Milliarden für Bürgergeld, auch hier Tendenz steigend. Die SPD hat sich ja dafür stark gemacht, dass man das Bürgergeld weiter erhöht. Dann haben wir Entwicklungshilfe, 32 Milliarden im letzten Jahr, auch da Rekord, auch da Tendenz steigend. Dann haben wir Klimahilfen für alle Welt, die ja von 4 auf 6 Milliarden erhöht worden sind. Ganz spendabel. Und das alles, obwohl wir offenbar überhaupt kein Geld haben. Obwohl wir kein Geld haben. Und die Leute hier im Land auspressen. Ich meine, es gibt ja diese Kleinigkeiten, hatte ich ebenfalls im letzten Video erwähnt, dass wir für Radwege in Peru und natürlich auch ein paar Busse, 317 Millionen spendieren. Oder nach Afghanistan, 370 Millionen spendieren. Was soll das denn eigentlich alles? Und wenn, wie Herr Reichelt sagte, das Geld dann an die Taliban geht, dann wird er von der Svenja Schulze, der Entwicklungsministerin, verklagt, dass er das nicht sagen darf. Es würde angeblich nicht an die Taliban gehen, die 370 Millionen. Naja, wo geht es denn dann hin? Wahrscheinlich bleibt es gleich bei den NGOs stecken. Es wird überhaupt nicht weitergegeben. Es ist ja völlig naiv anzunehmen, dass die Taliban von diesen 370 Millionen nicht profitiert. Aber das wird auch in den Medien, in der Presse eben nicht kritisiert und es wird einfach so durchgewinkt und das ist das, was die Leute sauer macht. Wenn du ein Unternehmen hast und es geht dir schlechter, du hast weniger Einnahmen und Deutschland hat weniger Einnahmen, wir sind ja aktuell in der Rezession und nach den Vorhersagen wird die Rezession auch in 2024 bleiben. Was machst du dann? Quetschst du deine Mitarbeiter mehr aus oder guckst du mal auf die Ausgaben, die du hast, auf die Ausgaben und schaust, ob du die Ausgaben senken kannst. Ja, wenn wir kein Geld haben, dann müssen wir die Entwicklungshilfe senken, dann müssen wir die Ausgaben für Migration senken, dann können wir nicht in alle Welt Klimageld spendieren oder Radwege in Peru bauen oder Südafrika 500 Millionen rüberschicken für eine Energiewende, die auch bei uns nicht funktioniert. Davon ganz abgesehen, versickert das Geld ja sofort in irgendwelchen korrupten Kanälen, das weiß doch jeder. Aber an Ausgaben senken, denkt diese Regierung nicht. Und vor allen Dingen auch nicht an die SPD, auch nicht die SPD. Sie denken nur daran, wie können wir an noch mehr Geld kriegen, wie können wir diejenigen, die hier noch arbeiten, die Unternehmen gründen, die Unternehmen haben, die sich hier abrackern, wie können wir die noch weiter auspressen? Das muss aufhören.